Vivian freut sich riesig. In einer Woche soll sie eingeschult werden. Die Hefte sind schon besorgt, die Schultüte ist gefüllt und Oma wird auch extra zu Besuch kommen. Und nun das. Vivian schafft es nicht, einen geschlossenen Kreis zu zeichnen. Dabei ist sie bei WoW doch Level 100 Paladin und raidet ganze Nächte durch. Doch die Schuldirektorin sperrt sich. Geschlossene Kreise zeichnen ist Grundvoraussetzung für die Einschulung. Tja, Vivian, was du bist, nennen manche Forscher digital dement. Lol? Bei digitaler Demenz handelt es sich um eine Theorie, die besagt, dass durch steigenden Umgang mit digitalen Medien immer mehr Denkprozesse ausgelagert werden. Das bedeutet, dass unsere Synapsen, ähnlich wie bei richtiger Demenz, verkümmern. Unser Gehirn lernt ständig durch unser tägliches Verhalten. Es verändert sich mit dem, was wir tun. Durch das vermehrte Nachgehen einer Tätigkeit wachsen nachweislich unsere Synapsen und beim Vernachlässigen schrumpfen und verkümmern sie. Da alles, was wir tun, Auswirkungen auf unser Gehirn hat und wir uns jeden Tag mit digitalen Medien beschäftigen, muss dies also zwangsläufig Auswirkungen auf unser Gehirn und unsere Synapsen haben. Digitale Demenz zeigt sich beispielsweise in Orientierungslosigkeit, wenn man sich zu sehr an die Benutzung von Navigationsgeräten gewöhnt hat. Nun ist das Navi geklaut und jetzt? Wo wohne ich eigentlich? Ein weiteres Symptom digitaler Demenz ist, dass ich gerade meinen Nebenmann fragen musste, wie man Symptome schreibt, weil ich es sonst gegoogelt hätte und Google mir schon gesagt hätte, wie man es richtig schreibt. Wer hat diesen Mist denn geschrieben? Naja. Wir merken uns eher, wo wir etwas abgespeichert haben oder nachsehen können, als dass wir uns echtes Wissen aneignen würden. Richtiges Auseinandersetzen und Hinterfragen bleibt aus. Copy und Paste sind unsere besten Freunde. Und obwohl Vivian ihre WoW-Gilde ihre BFFs nennt, hat sie noch nie jemanden davon in echt getroffen. Auch das kann eine Begleiterscheinung digitaler Demenz sein. Wir denken, wir sind die ganze Zeit unter Freunden und sozialisieren ständig, hängen aber eigentlich alleine vor unserem PC oder Smartphone. Dabei verlernen wir, Gefühlsregungen zu deuten, sind erwiesenermaßen weniger glücklich als bei realen Begegnungen und unsere soziale Kompetenz sinkt. Außerdem wird im Internet mehr gemobbt, gehetzt, gelogen und betrogen. Viele Menschen meinen ja, Videospiele würden die Reaktionsschnelligkeit und Motorik von Kindern positiv beeinflussen. Kritiker halten dem aber entgegen, dass sie eher zu einer Zerstreuung der Aufmerksamkeit beitragen und so ADHS begünstigen, auch eine Erscheinung digitaler Demenz. Und noch was. Man könnte meinen, dass Multitasken es uns ermöglicht, auch im Alltag viele Dinge schnell und gleichzeitig zu bewältigen. Tatsächlich führt ständiges Multitasken zu einer geringeren Aufmerksamkeitstoleranz. Wir trainieren es uns an, stärker auf Ablenkungsreize zu reagieren. Laut einer Studie von 2012 unterbricht der moderne Mensch seine Arbeit im Schnitt alle 11 Minuten. Andauernde Ablenkung und ständige Erreichbarkeit können dazu führen, dass wir immer unter Strom stehen, Schlafprobleme bekommen oder sogar depressiv werden. Ob die Theorie der digitalen Demenz tatsächlich in dem Maße zutrifft, wie es ihre Vertreter sagen, sei dahingestellt. Aber bestimmt habt ihr euch in dem einen oder anderen genannten Symptom wiedergefunden. Ein Jahr später hat sich Vivians Gilde aufgelöst. Sie schafft endlich den geschlossenen Kreis und kann nun die heiß ersehnte Schultüte auspacken. Und Oma gibt ihren Senf dazu. Früher, ja, da waren wir wenigstens noch richtig dement.